Moin Felix, guten Morgen, neuer Tag im Bastelsaal. Lass mal kurz den Drehplan durchgehen, was wir so drehen müssen. Mhm. Also, Schritt Nummer 1 wäre die Anmoderation, die machen wir gerade. Wir müssen jetzt gleich ein bisschen Müll wegfahren mit dem Lastenrad, und zwar die alten Batterien vom Husarensohn, den Papiermüll, das war's. Und dann müssen wir direkt im Baumarkt und neues Holz kaufen. Okay. Und zwar für die Elektrowerkbänke. Davon werden wir heute ein oder zwei bauen. Wir müssen noch Kabel kaufen für das Licht, was wir oben montieren werden. Ja. Deckenlicht, also Leerrohre und Stromkabel und Schalter. Und noch vielleicht Vago-Klemmen. Ja. Schreibe ich mir direkt kurz nochmal auf. Okay, genau. So, dann fahren wir zum Baumarkt. Dann müssen wir die Lampen hinbauen. Dann bauen wir mindestens eine Werkbank, würde ich sagen, je nachdem, wie viel Zeit und Bock wir haben heute noch. Mhm. Ich habe nämlich ein Räderproblem. Das sind noch alle Räder, die wir haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das reicht genau für zwei Elektrowerkbänke. Das hätte aber die Konsequenz, dass wenn wir morgen meinen Bürotisch bauen, wir genau null Räder dafür haben. Aber vielleicht ist das auch kein Problem. Also ich habe neue bestellt, vielleicht kommen die auch morgen an, was ich aber nicht glaube. Das heißt, theoretisch könnten wir auch die zweite Elektrowerkbank bauen und die Räder nicht montieren, dass ich sechs Räder übrig habe. Doch, das macht, glaube ich, Sinn so. Ja. Weil die Elektrowerkbank kann man einfach umdrehen. Okay. Ja, dann. Das haben wir heute vor. Lampen, eine Werkbank, Müll wegbringen, Holz kaufen. Legen wir los. Legen wir los. Ich glaube, Kurve gar nicht kriege, oder? Ah, doch, vielleicht. Huch. Oh Gott. Ah, Felix, das war wild, oder? Ja. Alles bekommen, was wir wollten. Props an den Baumarkt. Der hat alles vorgeschnitten auf Bestellung. Wir müssen es nur noch abholen. Wir haben es gekauft. Material für die Tische, die beiden Werkbänke. Wobei wir heute davon nur eine bauen werden, vermutlich den Schreibtisch für morgen, und wir haben noch Leerrohre für Licht und so weiter gekauft. Was machen wir beim Licht eigentlich genau? Ja, wir werden da vorne den Strom von den Steckdosen nehmen und nach oben legen. Vier Lampen haben wir gesagt, machen wir hin. Immer zwei Stück nebeneinander. Ja, das wird jetzt die erste Arbeit sein, dass wir mal ein bisschen Licht haben. Ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Lad noch kurz das Fahrrad ab und ja, legen los, was geht's? Oh Gott. Ja, die erste Lampe ist montiert, sie leuchtet auch. Richtig geil. Mussten auch nur dreimal in den Baumarkt fahren dafür. Ja gut, wir haben zwei, drei Kleinigkeiten vergessen, beziehungsweise dann noch eine größere Leiter holen müssen, weil wir dann gemerkt haben, es ist ein bisschen ungeschickt, so über den Kopf zu arbeiten. Wir müssen noch ein viertes Mal hin. Kleinigkeiten fehlen noch, also ein bisschen Rohr für die Kabel. Aber wir haben gesagt, wir machen das gleich richtig, dann nehmen wir die vierte Fahrt auch noch in Kauf. Genau. Und ja, Tagesziel, die E-Werkbänke bauen, ist, glaube ich, weit weg, das schaffen wir nicht mehr. Aber dafür haben wir heute auf jeden Fall Licht verlegt, finde ich ziemlich geil. Gleich geht es noch kurz auf die Critical Mass Demo, bisschen für mehr Fahrräder, Sprachenlernen, Bubble. Bisschen für bessere Radwege demonstrieren, und danach wird hier weiter fertig gebaut. Ja, ich freue mich. Dann würde ich sagen, ab dem Baumarkt, dass wir das alles noch schaffen. You feel
still alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. Alright, ja, wir sind fertig. Der ganze Tag ist rum. Wir waren 8000 Mal im Baumarkt und haben nicht die E-Webbänke gebaut. Aber ja. Oh, Moment. Josh. Krass. Magic. Ey, es ist so viel geiler als davor. Mega. Endlich kann ich auch abends mal arbeiten. Wir haben jetzt auch keinen Schattenwurf mehr, wenn wir hier an den Tischen arbeiten. Kein Schattenwurf mehr. Ja, macht sehr viel Spaß. Und vor allem sind die LEDs flimmerfrei. Heißt, wir können auch filmen hier drin. Ja, Felix, vielen Dank. Du hast hier die meiste Arbeit gemacht heute. Ja, sehr gerne. Kein Plan von Elektronik. Ich auch nicht. Sehr gut. Ja, ist geil geworden, ich würde sagen. Ja, dann müssen wir nochmal irgendwann uns treffen für die Elektronik-Werkbänke. Das hat halt nicht mehr gereicht. Trotzdem hoffen wir, dass ihr ein bisschen unterhalten wurdet. Drückt doch bitte auf den Abo-Button, wenn ihr uns supporten wollt und folgen wollt. Teilt das Video mit euren Freunden und vor allem eurer Oma. Drückt auf die Glocke. Was noch wichtig? Schreibt einen Kommentar. Gebt uns irgendeinen schlauen Tipp. Feierabend!